ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Death Run Map und zwar 100 plus Level Default Death Run. Class oder so. Genau, bis Class. Es steht da, man soll XP kriegen. Wir werden uns anschauen, wie viel XP es sind. Wie hoch sie sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie farbenfroh die Map ist, ob sie eintönig ist, ob sie ja irgendein Thema hat, wie zum Beispiel Winter, Schnee oder sowas. Weil nur das Bild ist verlockend mit Schneeflöckchen. Wir werden uns anschauen, ob es Secrets gibt oder nicht und ob es dafür auch wieder Bonus-XP gibt. Lobby ist eintönig, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ansonsten, die Sekundenzahl läuft sehr schnell ab. Ich brauche nicht mal Start drücken. Alles klar. Was noch? Wir werden uns anschauen, wie schwer die Map tatsächlich ist. Und was ist hier hinten los? Darf ich mich setzen? Nein. Kriegt man hier AFK XP? Nein, kriegt man nicht. Okay. Wir gehen los und werden mal schon 42 XP pro Checkpoint, das ist nice. Vollkommen ausreichend bei 100 Leveln. Wenn es jetzt auch noch Bonus XP gibt, dann bin ich happy und es steht auch oben links geschrieben, es gibt Secrets. Ich weiß nicht, für was die Kreise sind, ob das die Secrets sein sollen oder nicht, weil bei vielen Maps werden die Secrets angezeigt. Bei einigen Maps wiederum nicht. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns da einfach mal überraschen. Das war knapp. Ja, bis jetzt ist die Map tatsächlich einfach gehalten. Also ich kann mich da nicht beschweren. Sprünge sind einfach, Parcours einfach. Hier gibt es ja irgendwas für Coins. Entschuldigung, aber ich bin immer noch erkältet. Ja, hier ist kein Secret. Schade. Das wusste ich, dass hier losgeht. Bis jetzt haben wir noch kein Secret entdeckt. Das ist schade. Bei 30 Leveln noch kein Secret ist. Ja, okay. Ich weiß halt auch nicht, wie die aussehen. Bin ich ganz ehrlich. Was ist denn das da oben? Hä? Was ist denn das? Ich hinterfrag's nicht. Ah, da oben ist auch. Momentchen mal. Da oben ist auch sowas. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss nochmal zurückrennen. Wenn, dann möchte ich gern alle Secrets haben, nicht nur eins. Ich bin gestorben. Was ein Weltwunder. Oh, fuck. Wartet mal. Von da bin ich gekommen. Hier lang muss ich zurück. Ja, okay. Ausdauerbalken ist nicht begrenzt. Das ist schade. Nein. Oh, das war knapp. Wo ist es denn hier? Hä, wie soll man da hochkommen? Hä? Okay, entweder ist das ein Fehler vom Map Creator.
dass der dort Wasser platziert hat, wo eigentlich gar keins sein dürfte. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt einfach mal schnurstracks weiter. Sprünge sind bis jetzt sehr einfach. Das hier werden wir gleich sehen. Wow. Wow. Ich habe das First Try geschafft. Oh Gott, was ist das? Oh nein, ich bin gestorben. Und das war knapp. Dies war echt eine knappe Sache. Aber ich verstehe das mit den Secrets nicht. Wir haben gleich die Hälfte des Parcours durch und wir haben kein Secret gefunden. Das ist weird. Hier hinten geht es gleich einmal rein. Das ist aber wieder nur so ein Raum. Muss ich hier reingehen dazu? Wo ist denn die Maus da unten? Nö, ist kein Secret. Hä? Wo soll denn das Secret sein? Die Fallen werden gerade eben tatsächlich komplett eintönig. Das ist ein bisschen langweilig. So. Da oben ist ein Secret. Okay, wir haben eins ausgelassen. 7000 XP für das Secret. Das ist annehmbar. Das ist, ja, sehr nice. Oh, nächstes Secret. Lol, wo haben wir da jetzt eins ausgelassen? Ich weiß es nicht. Ach, hier kann man sich draufstellen. Okay. Warum habe ich eigentlich immer noch die Grappling Hook? Die müsste doch eigentlich am Checkpoint verschwunden sein. Normalerweise, ne? Also, keine Ahnung. Also, ich beschwere mich nicht. Da oben ist kein Secret. Okay. Hier war auch keins versteckt. Nee, Fallen, das war mir klar. Da ist ein Secret bei den Fallen. Das snacken wir uns tatsächlich so. Oh, ich war tot. Ich war tot. Das mit der Grappling Hook ist zwar jetzt creepy, aber ja gut, ne? Wenn man sie hat, hat man sie. Was? Look up. Ja, nö. Ich mach das so. Und hier genauso. Okay, hier hat der Map Creator tatsächlich einen Fehler ins Spiel gebracht auf die Map. Denn man dürfte die Grappling Hook gar nicht behalten, ne? Nein! Okay, das ist nicht einfach. Damit habe ich sowieso mal meine Probleme. Oh, come on! Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Au. Ist da oben was versteckt? Okay, wir werden nie erfahren, was passiert, wenn wir alle Secrets gefunden haben. Nö, da ist nichts versteckt. Schade. Und jetzt ist die Grappling Hook auf einmal weg. Ui, war das knapp. Und Geschenk. Hä? War hier gerade eine Tür?
Nee. Ich dachte schon, da ist eine Tür. Ich hab nicht gesehen, dass sich das Ding bewegt. Aber hier ist auch kein Secret versteckt. Alter, ist das... Oh Gott, ist das buggy. Oh mein Gott. Hab ich eine Minute? Aha, ich darf das nicht berühren oder was? Boah, ist so einfach. Das nicht berühren ist ja einfach. Das wiederum, ja, aber meine eigene Schuld. Ey, hier ist doch 100 irgendwo ein Secret versteckt. Nö, okay. Ach, wir sind jetzt über dem anderen Teil. Und das sind die Dinger, die eben durchgeguckt haben. Ah, ich bin tot. Ich verstehe das Prinzip der Map. Ich bin schon wieder tot. Das ist auch ein Prinzip der Map. Mir gefällt vor allem der Creator-Codename Sack. Der heißt einfach Sack. Warum gibt man sich so einen Namen? Ich bin tot. Ach du Heimatland. Softies. Aha. Da guckt eine Hand aus dem Wasser. Das ist sehr beruhigend. ...99? Haben wir einen Checkpoint ausgelassen? Hä? Okay. Wir haben einen Checkpoint... Ne, wir hatten keinen Checkpoint ausgelassen. Wir haben aber leider nicht alle Secrets gefunden. Das ist schade. Oh Mann! Schade eigentlich. Naja, was gibt's zur Map zu sagen? Also sie ist definitiv einfach. Bis auf dieser eine Sprung mit dem hier Wind. Ansonsten XP halten sich im Rahmen. Bonus XP sind Bombe, also ja. Die hätte man tatsächlich auf 4000 runterschrauben können, aber 7000, 8000, ich glaube, das dritte war auch 8000, voll nice. Ich kann die Map nur weiterempfehlen. Farmfroh ist sie nicht wirklich, aber das tut ja, ich sag mal, bei grob geschätzten 30.000 XP nichts zur Sache. Ansonsten, ja, ich kann sie nur weiterempfehlen. Ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, Ball.